Willkommen zurück. Am heutigen Tag hat Ministerpräsidentin Jin in New Afira an das Ende des Locust-Krieges vor genau 25 Jahren erinnert. Heute werden wir geehrt durch die Anwesenheit zweier Generationen von Männern und Frauen, die jeder Gefahr getrotzt haben. Die Schlachten bestritten haben, die uns heute ausmachen. Darunter auch der wohl wichtigste Einsatz der Pendulumkriege. Ashford Field. Santiago! Ich spare mir die motivierende Ansprache, Private. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Sir. Dann los, gehen wir's an. Schalten ihre Türme aus, behindern ihre Kommunikation und überfallen das Labor. Die Führung will den Hammer, dann soll sie ihn auch bekommen. Alles klar, dann los! Bewegung, Gears! Wir haben nur einen Versuch, um die Pläne da rauszuholen. Sobald wir die Funktürme ausgeschaltet haben, ist ihre Basis abgeschnitten. Ja, Sir. Wir sind Indies! Da oben, knallt sie ab! Guter Schuss! Pathfind! Gut gemacht, Soldat! Na los, der Major wartet schon! Verdammt, sie haben sich verschanzt! Versucht, sie zu flankieren! Wieder ein Indie weniger! Macht weiter, der Turm ist da vorn! Lena, Green One, nähern uns dem Streichholz! Verstanden, Green One! Und verflucht nochmal sind das bescheuerte Codenamen! Okay, platziert die Ladung am Turm. Ladung platziert. Kleiner Streichholz entzündet. Verstanden. Wir zünden unser Streichholz an in 3, 2, 1. Diese Basis ist jetzt so blind und dumm. Und vergessen Sie die Sache mit den dämlichen Codenamen, Santiago. Wir sehen uns im Labor. Ja, Sir. Das Labor ist hinter diesem Sicherheitstor. Vorwärts! MG-Nester! Wir teilen uns auf. Ihr zwei geht nach links. Sie haben unsere Deckung! Hey, der Major zählt auf uns! Los, hoch da! Schmeiß eine Granate rein! Blitzergranate! Gut. Jetzt durch diese Tür da und entschuldigt die Unordnung. Und damit geht dieser Überfall offiziell los. Bewegung! Okay, ihr wisst, wie es läuft. Wachen eliminieren, ins Labor gelangen, die Pläne holen, dann nichts wie raus. Was macht dieser Hammer der Morgenröter? Er gewinnt den Krieg. Wenn wir unsere Arbeit machen, werden alle Systeme gelöscht und die Indie-Forscher erhalten ein wirklich einmaliges Angebot. Okay, sind drin, dann los! Da ist das Labor, holt sie euch! Bleibt bloß unten! Okay, wir sind drin, stoßen wir zum Major! Na los! Schön, dass Sie noch leben, Private! Ebenso, Major! Eliminieren Sie diese Indies, damit wir die verfluchte Show hinter uns bringen können! Ja, Sir! Indies!
Sie kommen vom Labor! Hab ihn! Ich übel, weiter so! Der Nächste, bitte! Labor gesichert, Major! Das sehe ich, Private! Holen wir uns die Pläne! Aus dem Weg, Private! Diese Indie-Wissenschaftler sind uns wohl nicht gerade freundlich gesteppt. Bruce! Sei so nett und öffne diese Tür. Yes, hergehört! Sind wir in 10 Minuten nicht raus, brecht die Mission ab und verschwinde! Okay, Santiago, treffen wir unsere neuen Freunde! Bin direkt hinter Ihnen, Major! Zentrale! Paket ist gesichert! Cleaner, für Marlin Abzug zum Strand vorrücken. Was war das? Mörser! Da kommen ein paar Mörser! Dann sollten Sie sich beeilen, Major. Auf zum Strand! Los, los, los! Los, nichts wie raus hier! Lauft weiter! Das Boot ist direkt davon! Vorwärts! Ich sehe nichts mehr! Als mutige Chortruppen die Pläne der UUR für den Hammer der Morgenröte erbeuteten, sicherten wir das Überleben im größten Konflikt, der unsere Welt je erschüttert hat. Aber schon 2 Jahre später kam neuer Schrecken. Ein neuer Gegner. Ein neuer Krieg. Zentrale, Achtung! Leitet den Konvoi des Colonels um! Tut mir leid, Corporal. Wir sind fast da. Negativ, negativ, Zentrale. Das Haus der Souveräne ist Sperrgebiet. Corporal Kim, die ganze Stadt ist Sperrgebiet. Verstanden, Zentrale. Auf geht's, Gears. Wir müssen los, um Colonel Hoffmans Konvoi zu beschützen. Corporal, stehen unter Beschuss. Sind fast da, Zentrale. Scheiße! Das ist der Konvoi! Vorsicht, Vorsicht! Noch mehr von den verfluchten Dingern! Was zum Teufel ist hier überhaupt los? Der Nächste! Komm schon, wir schaffen das! Aufrücken! Helf dem Colonel! Was zur Hölle ist das? Hat das Feuer eröffnet! Meine Waffe bringt nichts! Waffen können gegen dieses Ding nichts ausrichten! Wir brauchen etwas Größeres! Corporal, da ist ein Hammer der Morgenröte im Van! Bin dran! Soldat, sichern Sie den Hammer! Nächste! Wir haben den Hammer! Satelliten bereit! Grenze dieses verfluchte Mystery! Für Dinger. Wie heißen Sie, Corporal? Kim, Sir. Lieutenant Stroud und ich brauchen eine Eskorte. Gratulation, Sie sind der Glückliche. Colonel, wir müssen da rein. Jetzt. Ich habe den Code für die Tür, Colonel. Wie schön für Sie, Söhnchen. Sichern Sie die Treppe mit dem Hammer. Ich bin sofort zurück. Oh Mann, das ist übel. Ihr habt den Corporal gehört! Lasst sie bloß nicht rein! Sie kommen direkt auf uns zu! Setz den Hammer ein! Oh, Scheiße! Vorsicht! Treibt sie zurück! Treibt sie zurück! Wir brauchen Verstärkung! Verflucht nochmal! So wird das nicht! Treibt weiter! Was ist das? Wen kümmert das? Bringt das Ding! Oh ja! Was habt ihr Scheiße sonst gemacht? Noch einer!
Kein Kontakt! Gears, tut mir leid, aber der Hammer der Morgenröte ist offline. Bei Anbruch der Nacht waren bereits Hunderttausende tot. Der Tag der Ankunft trug seinen Namen zurecht. Wie viele von euch war ich damals noch ein Kind. Es war eine dunkle, furchtbare Zeit. Und unser Sieg war keinesfalls ein sicherer. Okay, Gears, klettern Sie die Leiter hoch! Los, hoch mit dir! Wo zum Geier bin ich? Nutz die Kettensäge und dann verteidige die Mauer! Verdammte Scheiße! Wir müssen diese Mauer rollen! Erledigt sie! Jetzt räumt den Innenhof frei! Lasst keine mehr hoch! Ihr müsst zielen! Schießt nicht daneben! Ach, Scheiße! Die sind überall! Komm schon! Lasst sie nicht hoch! Verdammt, da kommen immer mehr! Oh, Scheiße! Komm mal! Linke Platte offen! Geh da rüber und räum sie frei! Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen! Auf die andere Seite und helf Victor! Komm schon, Gears! Haut sie um! Runter von unserer Mauer, ihr Schleimwolf! Jemand soll sich hinter das Geschütz klemmen und den mal einheizen! Sergeant Phoenix könnte heute bei uns sein. Haltet inne und gedenkt der Männer und Frauen, deren Opfer unser Überleben gesichert hat. Dank ihnen kämpften wir uns durch diese dunklen Stunden. Wir erleben eine neue Blütezeit. Die Welt, die die neue Chor erschuf, kennt keinen Krieg, kennt kein Leid. Eine Welt der Sicherheit, der Familie. Eine Welt ohne Krieg. Hilfe.
Hey, kommst du? Gib mir eine Sekunde. Wegen eines Schmetterlings? Ja, sieh mal. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Wie durch ein kleines Wunder? Stimmt. Wenn die Larve überlebt, viele tun das nicht, dann verändert sie sich. Die kleine Larve verpuppt sich. Im Kokon zerstört und verwandelt sie sich, ändert ihre Farbe und Gestalt, bekommt Flügel, Krallen. Sie befreit sich aus ihrem Käfig und dann ist sie verwandelt und wunderschön. Du hättest nicht kommen sollen. Spar dir die Worte, JD. Die da, die kommt ganz nach ihrer Mutter. Tut sie wirklich? Tu ich wirklich. Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Ironisch, oder? Eigentlich nicht. Non-Cons begehen halt Überfälle, bis ihr zwei aufgetaucht seid. Und jetzt? Langweilig. Lieber langweilig als tot, alter Mann. Gibt's da einen Unterschied? Oh, kein Alarm. Herzlichen Dank. Langweilig wird uns sicher nicht. Aber das mit dem Sterben... Das ist nicht der Sicherheitsalarm. Oh, scheiße, eine Sturmfront. Wir können uns in der Siedlung verschanzen. Alle zum Wagen. Los! Den Hübschen nicht zurück! Los! Der Wind reißt alles in Stücke! Verdammt! Der Winddamm ist zu! Was machen wir jetzt? Wir sollten zu diesem Kran! Und jetzt zum Kran! Los, los! Vorwärts, vorwärts! Oh, scheiße, Blitzgewitter! Lass dich nicht davon erwischen! Hier sollten wir sicher sein! Na ja, wie sicher ist sicher? Nicht sofort tot? Verdammte Scheiße! Habe ich verpasst. Jemand verletzt? Hat Kate noch ihren Hut? Ha, gut, gut. Hey, Hübscher, du bleibst hier, okay? Also, ihr Ausreißer, habt ihr bei diesen großen Chorwänden auch Heimweh? Wow, schon wieder dieser Ausreißer-Blödsinn? Du weißt, dass wir dich eigentlich nicht brauchen, hm? Rainer, Dell und mich beauftragt, nicht dich. Sorry, Superhirn. Wo sie hingeht, gehe ich auch hin. Ich brauche keinen Babysitter-Onkel. Dann nenn mich Begleitperson. Vielleicht nenne ich dich Schnapsnase. Oh, du willst es wohl echt wissen, Kleiner. Onkel, du wirkst ein wenig betrunken. Ich bin sogar ziemlich betrunken.
Okay, Chorsiedlungen werden von innen nach außen errichtet, also muss der Fabrikator noch unmittelbar im Stadtzentrum sein. Wir holen ihn und verschwinden. Tja, da drin wird's für Sicherheitsdebis nur so wimmeln. Es gab 6 Monate keinen Non-Con-Überfall. Wir haben das Überraschungsmoment. Einen Roboter überrascht man nicht, Superhirn. Wir haben Debis gesteuert, schon vergessen. Ah ja? Wie in Siedlung 2? Hm. Hey, das war nicht Ihre Schuld. Du hast größere Probleme als dein Dickkopf, Jungspund. Okay, da ist das Bauzentrum. Fragt sich nur, wie wir da hinkommen. Wir können nur abwärts. Also, Abmarsch. Bleiben Sie, wo Sie sind. Oh, Scheiße. Hirten werden Sie vom Gelände geleiten. Ich übernehme das. Bürger, Sie sind nicht autorisiert. Ich bin kein Bürger. Ernsthaft? Was? Bürger hieße, dass wir einer Art zentralen Verwaltung unterstehen. Ich verstehe mich als Teil einer Anarcho-Kommune. Bürger, Ihre Tätigkeit wurde verdacht. Na gut, greifen wir halt auf die Alpe. Wir sind es auch nicht. Wohl eher nicht. Ihre Kontakte geopfert. Klasse. Also wissen Sie jetzt, dass wir hier sind. Was jetzt, Klugscheißer? Jetzt? Neuer Plan. Wir kämpfen uns zum Fabrikator durch. Das ist das Bauzentrum. Wenn Sie dem Protokoll folgen, und das tun Sie immer. Okay, der Fabrikator ist da drin. Und dieser Wartungsschacht ist unsere Eintrittskarte. Worauf warten wir noch? Gehen wir endlich zu der Zugangstür. Achtung, Beobachter! Kontakt! Nicht so voreilig, Jungspunde! Wir gehen rein, bevor noch mehr Debis auftauchen. Oh, sieh mal an. Die Corps hat unsere Zugangscodes deaktiviert. Naja, wir sind ja auch Staatsfeinde. Was? Kommt schon, ihr habt nie gelernt, ein einfaches Zugangsschloss zu knacken? Lasst mich mal ran. Aus dem Weg! Das ist hochentwickelte Corps-Technologie. Ich glaube nicht, dass... Oh, okay. Ihr zwei holt diesen... Fabrikator! Wir bewachen die Tür. Ich gehe auch mit. Tust du nicht! Hier draußen ist es sicherer. Die Tür schließt sich, Jungspunde! Take! Gott verdammt! Okay. Bringen wir das Ding über die Bühne. Yep, unser Fabrikator sollte in einem der Lager sein. Na, theoretisch ist es Ihr Fabrikator. Okay, hier ist die Wagensteuerung. Rufen wir den Aufzug und legen los. Sind alle Bauzentren so gewaltig? Ach, die gleiche Größe, die gleiche Form, der gleiche Grundriss.
Na schön, dann mal runter zu den Ladebuchten. Del, du bringst uns runter. Kate, du kommst mit mir. Wird gemacht. Viel Spaß da unten, ihr zwei. Wir sind drin. Schick uns runter. Hey, gibt's ein Problem? Nein, nein, nein. Ich lerne nur gerade die Steuerung kennen. Ja, und los geht's. Achtung, da ist der Fabrikator. Hey, fass doch mal mit an. Oscar, wir haben den Fabrikator. Hi. Lieutenant, Sie waren fleißig. Ministerpräsidentin, Sie sehen anziehend aus. Genug herumgealbert. Sie kommen mit uns. Sie sind neu und bewaffnet. Sind sie. Und jetzt kommt das Interessante. Im Gegensatz zu Ihnen befolgen sie ihre Befehle. Was soll das? Reicht Ihnen der Vorfall in Siedlung 2 noch nicht? Ein äußerst erfolgreicher Einsatz. Das ist heute unsere wohl folgsamste Siedlung. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was? Ich weiß ganz genau, wozu sie ausgebildet wurden. Tschüss. Wovon zum Teufel redet sie denn da? Kein Schimmer, aber wir müssen von hier verschwinden. Das ist verdächtig praktisch. Ich hätte nicht gehen sollen. Ist schon okay. Offenbar war es drin doch sicherer. Hey, Superhirn! Wollen wir da wirklich reingehen? Wir schon, aber bleib du ruhig hier, wenn du willst. Okay, ihr bewacht den Fabrikator. Wir kümmern uns um unsere neuen Freunde. Pass doch auf, das Ding geht hoch! Das ist also Jins neuer Supersoldat, hä? Ziemlich klar! Ich bezweifle, dass es sie kümmert, Oscar! Hey, weniger quatschen, mehr schießen! Die Wasserlade eingeleitet. Oscar, hilf Dell, den Fabrikator zu tragen. Kate und ich gehen vor. Du bist in Sicherheit, Hübsche. Deine Freundin Jin lässt eher nicht so schnell locker. Da hast du wohl recht. Oscar, komm schon, wir müssen los. Sorry, Freundchen. Ich fahre. Okay, du fährst. Du musst uns den Rücken frei halten. Bist ein besserer Schütze als ich. Wirklich? Nein. Ich will nur, dass du dich besser fühlst. Ja. Seid ihr sicher? Bald wäre ich selbst Richtung Siedlung 5 aufgebrochen. Wir wurden aufgehalten. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Chor ist auf dem Weg. Wie lange haben wir?
Ich begrüße unseren Gast. Ministerpräsidentin? Rainer, ich suche nach meinen Leuten. Treten Sie zur Seite. Sie haben hier keine Befugnis, Ministerpräsidentin. Ich sag Ihnen, was jetzt passiert. Jeder, der sich der Chor widersetzt, wird beiseite geschafft. Wie in Siedlung 2? Das liegt an Ihnen. Sie vergessen dabei eine Sache. Oh, und die wäre... Das hier ist nicht Siedlung 2. Okay, war ein nettes Gespräch. Oh, es ist nicht vorbei. Ihr zwei, holt den Fabrikator und folgt mir. Stell sicher, dass die Krankenstation genügend Brandsalbe hat. Tut mir leid, Brandsalbe wird nicht viel bringen. Die Debis haben jetzt mehr als nur Schockgewehre. Moment. Jin schießt jetzt auch scharf? Ach, scheiße. Alle sofort in die Versammlungshalle. Los! William, evakuiert die Schule. Stellt sicher, dass kein Kind zurückbleibt. Sichert das Kraftwerk. Guter Schuss, Kleiner. Rainer, die Geschütze sind bereit. Carmine, geh wieder da hoch. Wie steht's um die Muni? Das ist alles, was wir haben. Hoffentlich reicht das aus. Gehen wir rein. Die Chor ist fast da. Werf den Fabrikator an. Hey, sind alle da? Ja, fast alle. Bis auf Mackenzie und Eli. Denen geht's gut. Sie sind zum Handeln im Süddorf. Zumachen. Kate! Ist die Chor wirklich hier, um uns mitzunehmen? Ja, Kleine. Ist sie. Aber da drin bist du sicher. Versprochen. Okay, William. Verriegeln! Und? Alles gut. Wir haben durchgezählt. Eure Ministerpräsidentin steht auf große Gesten. Ja, sie ist nicht gerade subtil. Tja, ich auch nicht. Verteidigt die Tür. Zeigen wir ihr, was es heißt, sich mit Non-Cons anzulegen. Landungsschiff! Jetzt geht's los! Hey, Carmine hat ihn erwischt. Siehst du, Kate? Ich bin ein vorzüglicher Lehrer. Alles, was er weiß, hat er von mir. Oh, Scheiße! Carmine! Verfluchte Scheiße! Alle bereithalten! Diese Dibis wollen sich unsere Leute krallen? Dann müssen sie erst an mir vorbei! Du bist Geschichte! Da ist ein Kondor! Wunderschönes Ding! Was erledigt! Wir müssen die Dibis von den Bewohnern fernhalten! Sichert! Verflucht! Beschützer aktiviert. Ziele geortet. Beschützer zerstört! Hey, das war der Letzte. Gute Arbeit, Jungspunde. Oh, Scheiße. JD, da kommt eine Sturmfront. Oh,
Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator stellt, ohne Jin zu provozieren. Ma'am, haben Sie nicht zugehört? Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Ich hab euch gesagt, euch beiden, lasst mich das bloß nicht bereuen. Mom, du weißt, dass sie lügt. Seit wann kümmern wir uns darum, was die Core denkt? Seit es zu Kriegen führt. Ihr drei. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Schaltet den Strom wieder an. Gut, ganz wie du willst. Hey, wenn noch mehr Chorleute kommen, schlägst du Alarm. Jawohl, Ma'am. Hey, du wusstest, dass dieser Tag kommen würde. Deshalb halten wir uns auch an den Plan. Können wir uns ein wenig sputen? Rainer ist schon sauer genug. Ja, ich weiß. Es kackt immer wieder ab. Das Teil hat heute viel durchgemacht. Ach ja? Willkommen im Club. Ich hab's gleich. Okay, JD, geh zu dem Schalter. Okay, rein damit! Ha, sieh mal an! Leute? Komm schon, gib's zu. Du hast kurz an mir gezweifelt. Hast du was angefasst? Was? Da draußen ist was. Na los. Mom? Mom! Kate, hör zu. Versteck dich und dann verschwinde. Was tust du denn da? Kate, hör nur zu. Leute, das klang nach Dutzenden, vielleicht Hunderten, wie ein Schwarm. Was machst du da, Mann? Oh, Kate. Komm, wir müssen ihnen nach.
Die haben doch überhaupt keine Ahnung, wo sie hin sind. Hör mal, Jin kann uns helfen. Jin will uns umbringen. Kate, hör zu. Hey, das wird euch nicht gefallen, aber ich weiß, wer sich diesen Kristallscheiß ansehen sollte. Jin hat Leute, die sich darum kümmern können. Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass... Del, nein. Dass er uns helfen kann. Von wem spricht Del denn? Hey! Kann er uns helfen oder nicht? Ja, kann er. Die Frage ist, ob er es tut. Kommt schon. Du sagtest, er wäre zu Hause. Ist er auch. Er ist immer zu Hause. Das Haus sieht verlassen aus. Da wohnt er auch nicht. Folgt mir. So ist er ab und zu mal drauf. Du wirst gleich wissen, warum. Fantastisch. Ich dachte, der würde alles wieder aufbauen. So war es mal geplant. Vor 15 Jahren. Bist du hier aufgewachsen? Geboren. Aufgewachsen bin ich in einem Internat. War es hier schon immer so? Nein, war es nicht. Ich habe viele schöne Erinnerungen an diesen Ort. Würde ich auch gern sagen. Alles okay? Ja. Komm, gehen wir rein. Willkommen zu Hause, James. Woher wusstest du, dass wir hier sind? Das ist neu. Nicht allzu neu. Dad, wir brauchen deine Hilfe. Ich hab dir oft genug geholfen. Aber dieses Mal renne ich nicht vor der Chor davon. Del, steckst du auch mit drin? Knietief. Du solltest ihn doch davor schützen. Du weißt, dass das unmöglich ist. Ich würde mich vorstellen, aber ihr verschwindet ja gleich. Jedi, zeig's ihm. Mir was zeigen? Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Zusammen mit unseren Freunden. Dad, du solltest dir das hier ansehen. Jetzt hör mal zu. Ich hab dich doch vor der Chor gewarnt. Und was machst du? Dad. Ich hab dir gesagt, kein Non-Con zu werden. Die Chor wird dich jagen. Und du? Was machst du? Sei still und sieh's dir an! Scheiße. Leute,
Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Gott verdammt, James! Ah, Lieutenant. Zeit, unser kleines Gespräch fortzusetzen. Jin, hören Sie, Sie haben keine Ahnung, was hier wirklich vor sich geht. Weiß ich wohl. Aufwiegelung. Angeführt von James Dominic Phoenix, Sohn eines berühmten alten, verbitterten Gears. Apropos. Sergeant, wie geht's Ihnen? Das mit der Tür tut mir leid. Keine Sorge, wir wollten gerade gehen. Fürs Protokoll, Sergeant. Falls Sie diesen Flüchtlingen helfen sollten, kann ich Sie nicht beschützen. Ja, also alles wie immer. Sie verfluchen! Verdammte Scheiße! Alle Einheiten, Feuer frei! Haupthaus, los! Ich sehe, du kannst immer noch so gut mit Menschen, Marcus. Lauft einfach zum Hinterausgang. Scheiße. Darum kümmern wir uns wohl zuerst. Scharfschütze, um! Aktiviere Verteidigungsmodus. Mögliche Feindkontakte. Oh yeah! Jins neue Spielzeuge. Ja, wir haben schon den ganzen Tag mit ihnen gespielt. Kommt mit, folgt mir nach oben. Halt, was ist im Obergeschoss? Familienerbstücke. Also das sind ja mal schicke Familienerbstücke. Du hast die Rüstungen behalten. Klar kommst du zurück, wenn bei dir die Kacke am Dampfen ist. Lass mich dir helfen. Fühlt sich an, wie eine Tür zu tragen. Gut, so muss es auch sein. Wie heißt du doch gleich? Kate. Na dann, pass gut auf die Rüstung auf, Kate. Die gehörte meiner Mutter. Was soll das werden? Jemand schuldet mir noch was. Apropos Schulden, das hier willst du sicher zurück. Danke, Del. Okay, machen wir die neue Chor mit der alten Chor bekannt. Und werfen diese Eimerköpfe aus meinem Haus. Oh, Scheiße, sie kommt durch die Wände! Schaltet sie aus! Unrechtmäßige Bürger identifiziert. Dad, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen zu meinem Truck. Glaub mir, dieses Mal kommt ihr nicht so leicht davon. Verflucht, ich hatte ihn gerade aufgemotzt. Okay, Planänderung. Runter mit dem Kestrel. Ich will dieses Spielchen leicht. Immer Sache mit dem Haus. Oh, oh. Oh, Mann. Ja, Kacke.
Also, Dad, die Core hängt uns im Nacken, dein Truck ist explodiert und das Haus steht in Flammen. Gibt es denn einen Plan B? Ja, es gibt einen Plan B. Er ist unten im Keller. Holt euch Munition und dann nichts wie raus. Dad, was machen wir? Das ist eine Sackgasse. Jetzt nicht mehr. Du hast einen Fluchttunnel aus deinem eigenen Haus? Folgt mir einfach. Wieso hast du das hier gebaut? Für Notfälle. Wie diesen hier. Du hättest draußen ein paar Reparaturen machen können. Das würde uns jetzt wirklich weiterhelfen. Jungs, wie wär's, wenn wir über etwas anderes reden? Das Monster vielleicht, das gerade mit unseren Freunden abgerauscht ist. Wir kümmern uns darum, sobald wir hier raus sind. Los jetzt. Wenn wir Glück haben, wird Jin glauben, dass wir es nicht rausgeschafft haben. Sie wird trotzdem alles absuchen. Darum kümmern wir uns dann. Heilige Scheiße. Wie gesagt, willkommen zu Hause. Okay, wir haben sie abgehängt. Kürzen wir durch den Garten ab. Durch das Gewächshaus. Dad, wo zum Teufel wollen wir hin? Zur Scheune. Und wo ist die? Am anderen Ende des Grundstücks. Hey, Landungsschiff! Scheiße, die machen mir noch die scheiß Tomaten kaputt. Ach. Weiteren Hirten zerstört! Oh, erwischt! Noch ein Kondor! Was habt ihr denn verbrochen? Witzige Geschichte, Dad! Wir haben keine Ahnung! Erledigt! Weiteren Hirten zerstört! Da kommt ein Landungsschiff! Verstanden! Na los, in Bewegung bleiben. Folgt einfach dem Weg. Zurück ins Gewächshaus. Sofort. Nein, das Lager bietet besseren Schutz. Wir sind fast da. Oh.
Okay, alle rein da. Brauche hier Hilfe. Erst meine Tomaten und dann das. Dad, die Sturmfront lässt nicht nach. Wir müssen los. Nein, wir verschanzen uns hier. Wir harren aus. Aber ist diese Bude nicht etwas zu hölzern? Die hält. Bist du dir da echt sicher? Die hält. Scheiße. Kondor im Anflug. Ich will nichts hören. Sie hatten einen Unfall. Wie dürfen wir... Ach, sieh mal an. Zeit zu gehen. Die Feuerwehr ist auch da. Sind echt unheimlich. Früher waren Dibis noch bessere Müllbots. Los, los, reibet euch! Sie wurden also umzingelt. Wie erwartet. Alles steht in Flammen. Ihr Zuhause nun ja, ist zerstört. Nichts davon bereitet mir Freude. Aber wenn sie nicht rauskommen, und zwar umgehend, bin ich nicht verantwortlich für das, was gleich passiert. Ihnen oder ihrem Sohn. Tollen Fluchtplan! Die hängen uns am Arsch! Ja, James, hab ich gesehen! Fahr einfach! Was zur Hölle ist das? Sind's Überreaktion! Nennt sich Vulture! Echt sexy, oder? James, pass auf die Brandbomben auf! Da vorn! Macht sie nieder! Wo gehen wir hin? Vor Rival. Die historische Stätte? Da gibt's doch nichts. Darum geht's auch nicht. Es geht um das, was drunter ist. Festhalten! Vorsicht, James. Das Bike ist ein Einzelstück. Was? Du machst dir Sorgen um das Bike? Hey, der Vulture ist wieder da. Okay, jetzt reicht's endgültig. Holen wir das Mistding vom Himmel. Schieß den Antrieb ab. Das war's noch nicht. Schießt auf die Waffen!
Los, Dad, hol es endlich vom Himmel! Wow, hab ihn! Der Antriebskern liegt frei! Jetzt oder nie! Landungskapseln! Wir gehen zu Fuß weiter. Glaubst du, der Schwarm ist in dieser Festung? Der was? Der Schwarm. Ja, so nennen wir sie jetzt. Der Schwarm also. Okay. Nein, glaube ich nicht. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmium-Mine auf der anderen Seite. Und, wieso? Weil die Chor da nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Also los. Marcus, wegen dieser Locust-Grabstätte. Warst du mal dort? Damals, vor 25 Jahren. James' Mutter und ich waren wegen der Beseitigung dort. Die Körper der Maden waren da schon mit diesem Kristallscheiß überzogen. Ziemlich unzerstörbar. Sie haben sie eingemauert und so belassen. Okay, jetzt mal Klartext. Glaubst du, die Locusts sind zurück? Ich weiß es nicht. Das ist einer der Vorzüge im Alter. Man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Der Wind wird stärker. Ja, noch müssen wir uns aber keine Sorgen machen. Haltet die Augen offen. Halt! Was zum Teufel war das? Oh, das finden wir noch raus. Das klang nicht nach einem Tier. Hab ich nie behauptet. Hey, da drüben ist Wasser. Ich glaube, genau von sowas wird man krank. Hoffen wir das Beste. Was zum... Da ist irgendwas über uns. Ja, ich weiß. Bleibt ruhig. Oh, Scheiße. Leute, Sturmfront im Anflug. Los, zur Festung! Verdammt! Los, los! Nicht nachgehen, weiter! Unterschlupf voraus! Hier durch! Rein mit euch! Kinder, mit euch wird es nie langweilig. In letzter Zeit nicht. Hier sollten wir sicher sein, bis die Sturmfront durch ist. Ihr habt keine Stauballergie, oder? Was ist das? Keine Ahnung. Mal sehen, wohin er uns führt. Das leuchtet. Hier lang. Was ist das? Alles okay? Oh, ja, aber ich hab überall diesen Scheiß. Naja, du leuchtest. Das ist doch toll. Na los, was da auch rausgeklettert ist, ist hier entlang.
Hey, wartet mal. Da ist irgendwas drin. Dann schnall's auf. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Dad. Nein, glaube ich auch nicht. Oh, das ist übel. Jins Verschwundene. Wir haben sie wohl gefunden. Sie nutzen uns als Wirt. Wenn das mit allen passiert, die sie fangen. Oh Gott, Mann. Kate, hey, komm schon. Wir holen sie zurück, okay? Wir müssen zu dieser Mine. Kommt schon. Runter. Dieses Vieh folgt uns schon eine ganze Weile. Ich kümmere mich drum. Was? Wie? Ja, das klappt. Wenn er losstürmt, schaltet ihn aus. Verstanden? Verstanden. Es nicht. Es hat ihn verschluckt. Komplett. Genug, das reicht. Er ist weg. Aber er ist nicht tot. Sie entführen Menschen und benutzen sie. Wir wissen, dass der Prozess eine Weile dauert. Also lasst uns meinen Vater finden. Wir brauchen ihn. Und wenn wir ihn nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße. Okay. Und was jetzt? Gehen wir dahin, wo sie ihn hinbringen. Und wo soll das sein? Da, wo er uns hinführen wollte. Die Locust-Grabstätte. Suchen wir einen Ausweg und das Ding, das mein Vater hat. Ja. Leute, hier lang! Klingt, als würden sie tiefer ins Fort eindringen. Dann tun wir das auch. Oh Gott, noch eine von diesen Kapseln. Richtig schnell, das sind die! Da kommen noch mehr! Sie weichen aus! Hinsetzen! Links, links, links! Ich kann sie sehen! Mein Ratschlag: Fasst bloß keine Kapseln mehr an! Da!
überall! Wir sind noch nicht fertig! Verstanden! Ich glaub das alles nicht. Monster entführen Menschen, Viecher springen aus Kapseln. Ja, und kein Plan, was zum Teufel hier los ist. Dann bin ich nicht die Einzige. Scheiße! Alles okay? Ich glaube schon, aber hier unten ist jede Menge von der Scheiße. Kommst du wieder hoch? Nein, ihr müsst runterkommen, aber passt auf. Oh Mann, du hast mich übertrieben. Pass bloß auf. Wir müssen hier raus. Mal sehen, was passiert, wenn... JD? Was war das jetzt? Hat sich weiterentwickelt! Kann man's rückentwickeln? Verstanden! Versucht's über die Flanken! Nicht als wir, aber als vorher. Oh. Ja. Alles klar, das waren alle. Mir gefallen die Typen nicht. Sind die gerade aus dem Ausgangsloch gekrochen? Nein, eher nicht. Sieht aus wie ein weiteres Nest. Oh, Scheiße! Kommt schon, durch das Tor. Großartig, hier sind sogar noch mehr! Schieß deine Kapsel runter! Da drüben! Sie kommen! Passt auf! Ich würde sagen, höchste Zeit, die Biege zu machen. Hey, wollen wir einfach totschweigen, was da gerade passiert ist mit dem Nest? Was zum Teufel war das? Haben die sich verwandelt? Halt, sie haben sich weiterentwickelt, aber dauert das nicht sehr lange? Manche Insektenlarven werden innerhalb eines Tages zu Drohnen. Sogar innerhalb Stunden. Na gut, Larven und Drohnen. Larven und Drohnen von was denn? Das werden wir noch herausfinden. Scheiße.
Hey, du bist ein ganz großer. Schön ruhig. Oh, das ist übel. Geht in Deckung! Ich hab die Stacheln auf! Schön! Haha, ja! Noch zwei davon! Wären Häscher nicht schon schlimm genug? Jetzt müssen wir uns auch noch mit diesen Springern rumschlagen? Ja, und so wie es jetzt läuft, kann es nur noch schlimmer werden. Hey, je länger wir warten, desto schwerer wird es, ihn aufzuspüren. In Ordnung. Mal sehen, wo die uns hinführt. Echt jetzt? Das Gegengewicht schleift. Geh schon, ich mach das. Hey, alles in Ordnung? Ja. Nein. Tut mir leid, dass ich deinen Vater in diese Lage gebracht habe. Hätte ich gewusst... Nein, Kate... ...gewusst, was es kosten würde, dass die Rettung meiner Mutter dann... Hey, noch haben wir niemanden verloren. Kann das Ding nicht schneller fahren? Nicht, wenn das Gegengewicht schleift. Das Gegengewicht, hm? Was machst du? Nein, nein, nein! Nein! Festhalten! Achtung! Okay, das war mein erstes und letztes Mal in einer Standseilbahn. Standseil, was? Standseilbahn. Was? So nennt man die. Finden wir einfach den Häscher. Laut Marcus befindet sich die Grabstätte der Locust in einer Mine, oder? Aber wir folgen den Häschern nach oben. Ausgerechnet zum Museum. Hey, ich höre mir gern bessere Vorschläge an, wenn ihr welche habt. Nope. Nicht wirklich, nein. Okay, dann folgen wir ihnen weiter. Da ist der Häscher, Teddy! Los, Beeilung! Scharfschütze! Hier ist eine Drohne! Verstanden! Was ist das? Wunderschönes Ding! Achtung! Mehr kommt hin! Eine tote Drohne! Wir sind noch nicht fertig! Eine Drohne! Drohne erledigt! Der Nächste! Drohne erledigt!
Werfe Granate! Verfluchte Scheiße! Waren das alle? Sieht so aus. Vorerst zumindest. Gehen wir nach unten. Das muss der Ort sein, wo diese Biester herkommen. Und wohin diese Häscher gehen? Also, wer geht zuerst rein? Hey, JD. Wie wär's mit einer Runde Steinschere-Papier? Ernsthaft? Du bist miserabel in Steinschere-Papier. Wie kann man miserabel in Steinschere-Papier sein? Na, ganz einfach. Du nimmst immer Papier. Ja, ja. Probieren wir's. 3, 2, 1, los! Verdammt. Gut, dass ihr nur eine Runde gespielt habt. Der Plan ist aber noch die Häscher-Verfolgung, oder? Ja. Ist das ein Problem? Außer, dass wir nicht wissen, wo er ist oder wohin er will. Klar. Toller Plan. Hey, da ist unser Häscher! Es ist derselbe? Ich habe Markus' Funkgerät nicht gehört. Nur ein Weg, das rauszufinden. Gehen wir nach unten. Dell, du hast gesagt, hier unten wären Könige begraben. Der Typ hier war definitiv ein König. Da ist er! Wie zum Teufel sollen wir ihm jetzt folgen? Oh, da ist ein Springer! Warum verpisst du dich nicht einfach? Rollen den roten Teppich aus! Eine tote Larve! Larve erledigt! Stoppen! Zurück in dein Ei! Hey, auf die Weg! Start klar! Runde 2! Alles klar, wir müssen da durch und diesen Häscher verfolgen. Ja, klar. Aber wie? Hey, da ist ein Loch unter dem Ding. Helft mir mal beim Schieben. Danke. Können wir bitte nicht Schere, Stein, Papier spielen? Oder wie Dell es auch nennt, Papier, Papier, Papier. Lustig. Sehr lustig. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Wir haben uns verirrt. Ganz einfach. Wenigstens sind wir aus den Katakomben. Finden wir den Häscher. Sieht aus, als hätten wir die Mine endlich gefunden. Und mehr Häscher. Sie gehen direkt dort hinunter. Wie sollen wir ihnen jetzt noch folgen? Ihnen folgen. Darunter.
Ja klar, warum auch nicht? Vielleicht mit diesem alten Erztransporter. Sieht aus wie der Fahrstuhl zur Hölle. Klingt gut. Genau da wollen wir auch hin. Ist der Erztransporter sicher? Wann wurde der zum letzten Mal benutzt? Vor 25 Jahren, als die Leichen hier runtergebracht wurden. Warum wurden die Locust überhaupt in einer Mine begraben? Sie konnten die Leichen wegen der Kristallisation nicht einäschern. Sie zu begraben war die einzige Option. Ja, aber die Locust kommen aus der Erde. Hat ja niemand gesagt, dass es eine gute Idee war. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Okay, was ist los? JD, wir wissen nicht, was da unten auf uns wartet. Wir wissen nicht einmal, was das für Dinger sind. Wenn ich in ein brennendes Haus laufe, will ich wissen, wie schlimm das Feuer wütet. Hey, Del, wenn du Angst hast... Alter, das hat mit Angst nichts zu tun. Im Moment weiß ich ja nicht mal, was für ein Haus es ist. Als du die Chor verlassen wolltest, hab ich gezweifelt? Hab ich gezweifelt? Hast du nicht. Weil ich dir vertraut hab. Und jetzt will ich, dass du mir vertraust. Mein Vater lebt. Und er ist da unten. Okay. Was ist mit dir? Wir sind so weit gekommen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Del, glaubst du, das funktioniert? Vielleicht. Ich meine, die Core-Technologie von damals wurde für die Ewigkeit gebaut. Alles klar. Suchen wir die Kontrollstation und starten das Ding. Ist das wirklich eine gute Idee? Mal ehrlich, seht euch das Ding an. Okay, das ist seltsam. Die haben einen Fabrikator hier gelassen. Ich frage mich, ob er funktioniert. Erledigt! Na also, wir sind wieder im Spiel. Klasse, wir haben das Licht eingeschaltet. Aber warum startet der Motor nicht? Gute Frage. Wahrscheinlich kein Benzin mehr. Wir könnten auf den Reservetank wechseln. Okay, wo machen wir das? Gleich da drüben auf der unteren Brücke. Ich kümmere mich drum. Ich bleibe hier, um ihn dann anzuwerfen. Ja, verdammt nochmal! Ich hasse diese Viecher. Okay, alles klar, du kannst starten. Los! Ab nach unten! Dir ist schon klar, dass wir in einen riesigen Schwarmstock voller Monster fahren, oder? Ich gebe zu, dass ich das in der Aufregung ganz vergessen habe. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht, aber das Ding ist scheiße. Das war ein Schuss in den Ofen! Wir werden alle sterben, oder? Yep, wir sterben auf jeden Fall! Haltet euch fest! Hey, die Bremsen greifen wieder! Die funktionieren noch? Nach all dem? Unfassbar! Leute, ich glaube, das war's. Oh, Scheiße! Sind alle noch heil? Also mein Kopf ist noch dran. Soll mir reichen. Dann suchen wir meinen Dad.
Okay, dahin verschwinden die Häscher also. Finden wir heraus, warum. Die Chor hat hier unten also Osmium abgebaut. Sieht nach einer ziemlich großen Anlage aus. Ja, die Lancer-Bajonette hatten eine Osmium-Beschichtung. Zumindest bis zum Versiegen der Mine. Leute, wir gehen hier durch. Wieso funktioniert die Stromversorgung? Die alten Minen laufen mit Geothermalenergie. Solange der Planet da ist, gibt es hier Saft. Das sind eine Menge Waffen. Ach du Scheiße. Die haben ja nicht nur Locust entsorgt, sondern auch ihre Waffen hinterhergeschmissen. Wie abscheulich. Gehen wir besser weiter. Warum die Häscher ihre Beute den ganzen Weg hier runterschleppen? Schätze, sie kehren zu ihrem Schwarmstock zurück. Also wartet hier unten eine ganze Menge hässlicher Viecher auf uns. Seht ihr das? Dort muss der Schwarmstock sein. Noch mehr Häscher. Wenn Marcus irgendwo sein sollte. Dann dort drin. Ja, sehe ich auch so. Gehen wir rein. Leute, seht euch das an. Ein Locust-Kokon. Noch unbeschädigt. Das kann nur eins bedeuten. Der Schwarm ist kein Locust. Ich habe gehört, Locust-Kokons wären unzerstörbar. Sieh es so, wenn du einen Diamanten gegen so einen Kokon wirfst, zerspringt der Diamant. Ich weiß. Erinnert ihr euch noch an den Kristall, den ich dem Monster abgenommen habe? Der sah genauso aus. Hier geht etwas Seltsames vor. Ja, passt bloß auf! Achtung, Gesellschaft! Er ist tot! Hanase, raus! Hier ist eine Drohne! Verstanden! Dein Loch! Wunderschön! Ich glaube, das waren alle! Noch mehr Locust-Kokons. Perfekt. Hier sind wir definitiv goldrichtig. Verdammte Scheiße! Das ist doch bitte nicht das, wonach es aussieht. Verstanden! Sehr gut, wir sind hier fertig. Verflucht. Gehen wir den Tunnel runter. Die ganze Zeit über waren die Locust nicht tot. Sie hatten sich verpuppt und verwandelt. Etwa wie fiese Schmetterlinge? Schon gut. Lass mich wissen, wenn du eine bessere Erklärung hast. Durchsuch die Kapsel nach meinem Dad. Er muss in einer der neueren sein. Schnell! Häscher! Halt mal los! Achtung, der rein. Schießt! Hey, pass auf die Stacheln auf!
Verstanden! Na, siehst du? Was ist das für ein Zeug? Also, in welchem Ei finden wir jetzt Marcus? Kein Plan. Fang einfach an zu suchen. Die sehen nicht frisch aus. Wir brauchen ein neueres. Del, Kate! Hier drüben! Das Ei sieht frisch aus. Komm schon, Dad! 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 Verdammt! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Verdammt nochmal! Atme, verdammt! Steh auf! JD! Dad! Hör auf! Steh auf! JD. Komm schon, Dad! Steh auf! JD, hör auf! Du musst loslassen. Nein! Er ist tot. Runter mit seiner Rüstung! Keine Sorge, Dad. Wir sind hier. Mann, du riechst übel. James, in der Kapsel. Ich war in ihrem Netzwerk. Netzwerk? Was für ein Netzwerk? Das hier. Dieser ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Leute in den Kapseln. Ich konnte sie spüren. Die Locusts sind nicht tot, James. Ja, das haben wir gemerkt. Kate, deine Mutter. Was ist mit meiner Mutter? Sie lebt. Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wo ist sie? Auf einem anderen Madenfriedhof. Nicht weit von hier. Wir müssen dahin. Warte. Die Leute aus deinem Dorf. Ich konnte sie spüren. Nur kurz. Sie haben es nicht geschafft. Na, verdammt. Oscar. Kate, es tut mir... Trauer um unsere Freunde hilft meiner Mutter nicht. Also gut. Wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Tja, das wird dir nicht gefallen. Transporter geht die Treppen hoch. Ist das unser Weg nach oben?
Sie kommen. Kate, zu mir. James, wir brauchen einen Plan. Okay, Benzintank? Explodiert. Kontrollraum? Zerstört. Beeilung! Wir fliegen! Hä? Witzige Idee, aber leider unmöglich. Vielleicht nicht. Hey, ich habe einen Plan! Ich möchte erwähnen, dass ich nichts damit zu tun habe! Schnappt euch alle ein Kabel! Schießt! Oh, Scheiße! Wow, was ist jetzt wieder? Das war's? Und du dachtest, Fliegen geht nicht. Hey, Dad. Alles klar? Ja. Aber hör zu. Bevor es weitergeht, brauchen wir erst Verstärkung. Was? Du meinst Jin? Nein, einen Freund. Oh, bitte, jeden außer ihn. Ihn zu rufen bedeutet einen kleinen Umweg. Einen Umweg? Was wäre nach einem Umweg aus dir geworden? Kate, ich hab doch gesagt, deine Mutter genau, ist... dann wärst du jetzt nur noch ein Schleimhaufen oder Schlimmeres. Ach, jetzt komm schon. Was Schlimmeres als ein Haufen Schleim gibt's doch gar nicht. Wir werden sie retten. Jetzt. Dad, es ist ihre Mutter. Dieser Friedhof ist doppelt so groß wie der hier. Du warst in ihrer Position. Hast du damals gezögert? Ja, Scheiße. Von hier sieht man die Grabstätte nicht. Sie liegt auf der anderen Seite des Damms. Kommt schon. Und wer sind die vier Kerle da oben auf dem Ding? Niemand. Die repräsentieren nur die vier Energiequellen. Wasser, Luft, Licht und Gas. Keine Emulsion? Der Damm wurde vor der Emulsion gebaut. Wow, so alt ist der? Heute gibt es doch kaum noch was, das so lange hält. Ein paar Sachen gibt es schon noch. Hey, seht euch das an. Der hat immer noch seine Chormarke. Ob seine Familie je erfahren hat, was mit ihm passiert ist? Du weißt schon, dass wir das nicht einfach so in New Ephira ablegen können. Ich weiß, aber besser, als sie einfach hier liegen zu lassen. Wisst ihr, vor einer Weile habe ich mal danach gesucht, wie viele Locust-Grabstätten es gibt. Alle Infos darüber waren geheim. Es gab Dutzende, vielleicht sogar Hunderte. Die können unmöglich alle infiziert sein. Tja, wir werden es herausfinden, so oder so. Also gut. Über den Wartungsturm kommen wir in den Damm. Oh Scheiße, eine Sturmfront. Die kommt schnell näher. Beeilen wir uns lieber. Wie viel Zeit bleibt uns, bis die hier ist? Nicht viel. Schwarm! Erledigt sie vor der Sturmfront!
Dafür haben wir keine Zeit. Eine Drohne! Zum Turm. Dort finden wir Schutz. Sturmfront wird heftiger. Wir müssen weiter. Kämpft euch durch. Das hat geklappt! Verstanden! Oh, na klasse, was für eine Sauerei! Der Turm! Lauft weiter! Kann mir irgendwer helfen? Holla! Die Sturmfront ist hier! Scheiße! Lass uns nicht davon erwischen! Wir müssen den Turm erreichen! Bald zu gehen! Sind fast da! Los, 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 los! Alle rein mit euch! Der Turm stürzt ein! Alle in Ordnung? Ja, glaub schon. Die Sturmfront ist vorbei. Aber wir kommen nicht mehr hoch. Da hinten ist noch ein Wartungsturm. Folgt mir. Kommt es nur mir so vor, oder ist der gesamte Planet nur darauf aus, uns zu töten? Geht nicht nur dir so. Hab gehört, die Chor macht Brüche in der Planetenkruste für das schlechte Wetter verantwortlich. Davor waren es Sonnenflecken, dann atmosphärische Störungen. Oh, keiner hat einen Plan. Sieh mal an, einer von Jins Vögeln ist abgeschmiert. Holen wir uns was. Okay, alles sauber. Gehen wir in den Turm. Das Haupttor ist oben. Marcus, du scheinst ja schon mal hier gewesen zu sein. Vor echt langer Zeit. Offizielle Chorangelegenheiten, sag ich mal. Klingt nicht gerade prickelnd.
War's auch. Okay, das könnte ein Problem werden. Scheiße, das ganze Gebiet ist befallen. Dann säubern wir es halt. Eine tote Drohne! Da kommt noch mehr! Pass auf, Scharfschütze! Oh, und tschüss! Verstanden! Granatenwurf! Eine Drohne weniger! Ach nein, ist das Termin oder so? Nett! Das Haupttor ist zu. Wir können es von der Sicherheitsstation aus öffnen. Ich hab's. Gehen wir rein. Wow. Ich wette, hier war seit dem Krieg keiner mehr drin. Nicht mal, um die Leichen zu bergen? Nach dem Krieg hatten wir genug mit den Lebenden zu tun. Die Toten waren uns egal. Kommt schon, hier lang. Tretet es wieder ins Loch zurück! Frag raus! Der Groß ist erledigt. Groß? Das Ding war so riesig wie ein laufender Flugzeugträger. Gehen wir. Das ist also unser Ziel, ja? Wehe, es gibt keinen Fahrstuhl. Hey, Marcus. Kommst du? Als du hier warst mit der Core, was ist da passiert? Dieser Damm hat die letzten Core-Fabriken mit Strom versorgt. Ich war hier, als wir ihn verloren hatten. Eine Rettungsmission. Ein paar Dutzend Gears waren da drin gefangen. Wie hast du sie rausgeholt? Gar nicht. Die vielen Sturmfronten haben dem Damm richtig zugesetzt. Okay, suchen wir den Wartungsaufzug. Mit dem sollten wir schnell hochkommen. Du kennst dich hier wohl bestens aus. Noncons leben von alten Batterien.
Ich habe viele aus Chorkraftwerken rausgeholt. Da ist der Aufzug. Okay, nächster Halt direkt auf dem Damm. Sehen wir mal, womit wir es zu tun haben. Oh Gott. Verdammt nochmal, Mann, das gibt's doch nicht. Das ist nicht gut. Kommt schon, wir gehen zu Fuß. Okay, sieht so aus, als wären wir auf halber Strecke nach oben. Versuchen wir, hier nichts anzufassen. Oh Scheiße, was jetzt? Komm rein! Warum sagst du sowas? Träger! Verstanden! Er wird platzen! Und noch ein! Zurück in deine Kapsel! Na, siehst du? Sehr gut, er ist unten. Hochfinden. Ja, und das heißt, wir müssen nach draußen. Na klar, das Wetter wird garantiert mitspielen. Das war übrigens sarkastisch gemeint. Wenn wir raus müssen, scheint das hier der beste Ort zu sein. Die Tür ist doppelt verriegelt, zwei Schalter. Das sollte funktionieren. Tja, Kacke. Hey, was ist mit der Turbine? Was soll damit sein? Wir fahren mit ihr hoch, wie damals als Kind auf den Windmühlen. Weiß nicht. Hab ich nie gemacht. Pass auf. Siehst du? Ganz einfach. Okay. Okay, Del, du packst das. Das ist komplett irre. Eine interessante Freundin hast du da. Oh, Scheiße! Zurück, zurück! Dad, los! Geht schon mal vor, wir kommen nach. Also schön, Dad, klettern wir die Leitern hoch. Hast du noch mehr solche Tricks auf Lager? Im Moment gerade nicht, nein. Gut. Mist, hier oben sind die auch. Nicht mehr lange, legen wir sie um. Wunderschönes Ding. Ja, fast ist hier das Stichwort. Stopp! Hey, da ist ein Häscher! Yeah!
Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Ah, wisst ihr, bis heute hatte ich das Sprichwort nie so richtig kapiert. Los, rein in das Rohr! Wir kommen der Spitze von dem Ding endlich näher. Dann sehen wir endlich auch, wogegen wir kämpfen, oder? Ja, das kann schon sein. Sich das einer an. Kein Schwarm. Glaubst du, wir haben die alle ausgemerzt? Ich bin mal realistisch und sage, nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe eines gelernt. Sie sind nicht weg, nur wenn man sie nicht mehr sieht. Gehen wir einfach weiter nach oben. Na endlich! Sieht so aus, als würde die uns bis ganz nach oben bringen. Los! Was ist los? Nicht runtergucken. Werde ich nicht. Ernsthaft, guck nicht runter. Okay, ich kriege irgendwie langsam das Gefühl, du willst, dass ich runtergucke. Kommt schon, wir haben es fast geschafft. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das wäre dann wohl geklärt. Scheiß drauf. Wir gehen einfach runter. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sollen wir auf Hilfe warten? Sie braucht uns jetzt. Hey, wenn wir diese Dinger nicht aufhalten, werden alle im Umkreis von 1000 Meilen sterben. Nicht nur deine Mutter. Fast alle, die mir was bedeuten, sind schon tot. Weißt du noch? Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass ich das sage, aber... Dad, kannst du ihn irgendwie erreichen? Nicht von hier. Glaubst du, es könnte von da aus funktionieren? Das könnte klappen. Dann sollten wir los, bevor die Sturmfront noch schlimmer wird. Wenn dein Freund uns nicht hilft, gehe ich zurück. Zur Not auch allein. Wenn er uns nicht hilft, dann werden wir mitkommen. Verflucht. Müssen wir jetzt auch noch vor einem Sturm davonrennen? Wenn wir schnell über den Damm kommen, schaffen wir es vor der Sturmfront. Los, wir müssen vorwärts kommen. Hier lang. Ja. Das ist mies. Wirklich richtig mies. Lauft weiter. Los, wir gehen von Pfeiler zu Pfeiler. Das sind Drohnen. Ah ja, da vorne sind wir. Du bist Geschichte. Dann los, vorwärts. Suppressor. Da drüben, Scheiern. Suppressor. Frei von denen. Wir machen uns stärker. Suppressor!
Kommt hier runter! Der Schwarm lässt einfach nicht nach. Ja, und die Sturmfront wird immer schlimmer. Wir sollten das aussetzen. Das geht nicht. Wer weiß, wie lange der Sturm noch anhält. Was? Wer? Er hat meine Mutter entführt. Sie ist da, wo sie hingehört. Kate, hör da nicht drauf. Sag mir, wo meine Mutter ist. Der Weg zu deiner Mutter führt über mich. Auf den Dingern sind unzerstörbar. Schießt auf den Schorf! Konzentriert das Feuer auf den Schorf! Geladen und entdeckt! Sache erledigt! Das klappt nicht! Wir müssen was anderes versuchen! Die Transformator! JD, der Schnee! Wir können die Transformatoren von dort oben öffnen! Das war's! Transformator ist offen! Schießt auf den Kern! Vergeudet keine Kugeln. Die Waffen sind mit diesem Kristallzeug bedeckt. Schön. Sehr gut. Blasen liegen offen. Feuer frei! Der Schwarm ist verbunden, nicht wahr? Im Schwarmstock. Na dann. Richte ihn aus. Wir kommen meine Mutter holen. Und dann machen wir euren gottverdammten Schwarmstock dem Erdboden gleich. Jetzt? Hey Jim, so gern ich mich auch mit Ihnen unterhalte, wir sind beschäftigt. Sie haben gesagt, ich wüsste nicht, was vor sich geht. Also gut, erleuchten Sie mich. Sie hat tatsächlich kapiert, dass vier Leute es nicht einfach nur aus Spaß mit der gesamten Chorarmee aufnehmen wollen. Hat lange genug gedauert. Ich schlage vor, dass wir alle nach New Ephira zurückkehren und Sie mir sagen, was genau da draußen lauert. Sie haben sie gesehen, oder nicht? Das hier ist keine Geheimdienstkonferenz, Lieutenant. Ja, schon klar. Offensichtlich ist das meine Bemühung, für den Erhalt unserer Gesellschaft einzutreten, gegen diesen Feind alternativlos sind. Tja, Sie glauben den ganzen Scheiß, den Sie da faseln, sogar noch, nicht wahr? Muss schön sein, tut nämlich sonst keiner. Lieutenant! Ich bin nicht Ihr verdammter Lieutenant! JD, was ist passiert? James!
Was zum Teufel ist mit Jen passiert? Ich weiß nicht. Darum kümmern wir uns später. Wir müssen zum Funkturm. Stopp. Hört ihr das? Ja, klingt, als wäre Jen nicht alleine gekommen. Was ist das? Jens Eimerköpfe kämpfen gegen den Schwarm. Mann, hätte nicht gedacht, dass ich mal für die Diebis bin. Mehr Glück beim nächsten Mal! Eimerköpfe, wir versuchen euch zu helfen! Der Schütze im Angriff! Ein roter Hirte! Der Schild ist unten! Ich denke, das waren alle. Vorerst. Dann gehen wir zum Funkturm. Der Funkturm sollte vor uns auf diesem Hügel liegen. Ja, und sicher kommen wir da problemlos hin. Scheiße, Turm! Na, da hätten wir das Problem. Entdeckung! Ha! Zurück in dein Loch! Hey Dad, Moment. Sag ihm, wir werden mehr als nur ein paar Lancer brauchen und diese Bots werden mehr schaden als nützen. Keine Sorge. Er wird sich schon was einfallen lassen. Das macht er immer. Sie umzingeln uns. Verdammte Scheiße, hast du mich erschreckt? Ah. Entschuldige. Verstärkung ist unterwegs. Wie lange wird er brauchen? Zu lang. Wir werden das hier brauchen. Dad, was ist? Wo treffen wir uns mit ihm? Ist nicht weit, aber wir haben noch Zeit, uns Schwarm totzuschlagen. Das klingt so, als würden sie jeden Moment angreifen. Deshalb verschanzen wir uns hier. Achtung! Sie kommen von vorne!
Das ist sein Zeichen. Los zum Treffpunkt. Gesagt, wir treffen uns an der Kreuzung da vorne. Da kommt etwas Großes auf uns zu. Hey, Marcus, du bringst uns nur Pech. Gute Arbeit. Eigentlich habe ich das nicht. Wenn Marcus Phoenix Hilfe anfordert, wird's echt hochkarätig. Was? Du rufst nicht an, du schreibst nicht. Hey, komm zu Papa, Marcus! Woo! Ist zu lang her, Cole. Ja, 10 Jahre zu lang. Du kennst doch noch James. Klar, hab ihn aber kleiner in Erinnerung. Neben dir wirkt jeder Kleinonkel Cole. Onkel Cole? Wie bitte? Hab ich dir früher nicht genug Spielzeug geschenkt? Oh, von deinem Spielzeug habe ich echt die Schnauze voll. Danke. Sein Spielzeug? Kate, Dell, das ist Damon Baird, CEO von DB Industries, deren Bots die letzten 20 Stunden versucht haben, uns zu töten. Hey, mal halblang. Dieses ganze Killer-DB-Ding? Jin war das, nicht ich. Naja, es stehen noch deine Initialen drauf. Kommt dir irgendwas davon vertraut vor? Du nimmst Reis aus vor der Chor. So vor ungefähr 6 Monaten. Und komischerweise verhaftet dich niemand. Oder wie wär's damit? Vor kurzem steckst du in Siedlung 5 fest. Und dann taucht wie aus dem Nichts ein Bot-Transporter auf, landet und nimmt dich mit. Oh, ernsthaft, Dad? Dieses Arschloch hat für dich auf mich aufgepasst? Ich glaube, das Wort, nach dem du suchst, heißt Danke. Na, kommst du klar mit dem Baby? Wenn du wüsstest, was heute los war, würdest du nicht fragen. JD nimmt Jack Jr. und einer von euch nimmt Second Betty. Sie sind wieder da. In Fleisch und Blut. Ah, ich hab sie vermisst. Auf so eine ganz komische Art. Ich weiß, was du meinst. Und da kommt unser Taxi. Ich bin hier, Schätzchen. Alle startklar? Sag mir, dass das die Idee deiner Frau war. Also Sam und ich sind nicht verheiratet. Besondere Freundin, bitte. Sie bestand darauf, mitzukommen. Hey, Kinder. Hört ihr mich da oben? Ja, ich höre dich. Komm zum Damm. Ach, und Onkel Bert. Versuch mitzuhalten. Oder? Ja, wir gehen vor und teilen euch mit, was uns erwartet. Also, JD, die eine Person, von der du nicht wolltest, dass sie uns hilft, hilft uns jetzt? Komm schon, das ist doch echt ironisch, oder? Ja, weißt du was? Das ist wirklich ironisch. Ha, ich wusste es! Bereit für den Schwarmstock? Ja, bringen wir das zu Ende. Alles klar, Kinder. Zwischen euch und dem Damm wimmelt es nur so von diesen Arschlöchern. Wow, danke, Onkel Baird. Hey, ihr schafft das. Oh, scheiße, Träger! Ich möchte festhalten, dass die Bolzenschussgeräte funktionieren. Ja, daran könnte ich mich gewöhnen. Silence, da am Tor. Apropos Tor, Bert, wir kommen nicht weiter. Diese Mechs haben Fernkampfzielsysteme. Markiert, was ihr wollt, ihr sprengt es. Schön. Okay, fordere Luftunterstützung an. Roger, bereithalten. Zerstört.
gehen wir weiter. Achtung, es schießt! Oh, Scheiße, Sam, da kommt was!
sind getroffen und... Scheiße, wir schürfen ab! Gut, festhalten! Dad, Phil! Okay, alle Mann raus da! Ja, uns geht's gut. Aber wir müssen uns hier um den Schwarm kümmern. Erledigt das Mistvieh einfach. Hey, Bert! Wie steht's um den Raven? Der Hauptrotor läuft. Das Heck ist hinüber. Wieso? Ich hab da so eine Idee. Wir sie raus. Oh mein Gott. Du wusstest es. Nicht wahr? Ja. Aber ich wusste nicht, was wir finden. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Dafür haben sie gesorgt. Schneid mich raus. Bitte. Rainer, bitte. JD. Du darfst sie nicht... Nicht. Lass mich Abschied nehmen. Nimm es.
Es ist noch nicht vorbei. Also bring sie in Sicherheit. Ich brauche keinen Babysitter. Ich weiß. Du brauchst Zeit. Vertrau mir. Ich kenne das. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Sie ist wunderschön. Oh, my God.
Wo zur Hölle sind die alle?